Ein herzliches Willkommen auch von mir. Ja, ich wurde gefragt, ob ich ein weiteres Thema mache. Dieses Mal geht es weiter nicht so medizinisch wie die letzten, sondern ein bisschen organisatorisch mit dem Bezug, was wir hier so für den Einsatz machen. Das Thema, wie schon gesagt, wie funktioniert eigentlich ein DRK-Einsatz, so ein kleines Behind the Scenes, wenn man es so nennen will. Genau, als Helfer kennt man das ja, man bekommt irgendwie eine Mail oder einen Anruf und irgendwann ja, beginnt dann ein Einsatz. Das können irgendwie SEG-Einsätze sein, die Sanitätsdienste, die wir kennen. Aber die Frage ist, was steht da eigentlich dahinter? Wie ist das organisiert? Was gibt es für verschiedene Arten von Einsätzen und wie kommen wir dahin? Ja, grundsätzlich zur Gliederung. Wir haben eben, ja, ich erzähle mal, was wir für Arten haben und dann gehe ich auf ein paar von denen ein. Der Sanitätsdienst, die Schnelleinsatzgruppen, kurz SEGen, und den Katastrophenschutz, an dem wir ja auch mitwirken als Kreisverband. Genau, so viel dazu. Grundsätzlich, wenn wir in den Einsatz gehen, ist eines der wichtigen Themen, die natürlich, okay, ja, ist eines der wichtigen Themen, die wir haben, eigentlich, wo kommt das Geld her? Das ist natürlich was, was den Helfer wenig interessiert, aber uns als Verein natürlich schon. Deswegen hier einmal so die Standbeine, auf denen so Einsätze stehen können. Wir haben zum einen eben ja, der Staat, der eben für seine Mitbürger gewisse Dinge zur Verfügung stellt, zum Beispiel eben den staatlichen Katastrophenschutz oder eben die Sicherheit der Bürger. Da fließen gewisse Gelder vom Staat an die bestimmten Akteure, die da Dinge machen. Da gibt es dann so Einsätze wie eben, wie gesagt, den Katastrophenschutz, teilweise auch den Rettungsdienst, wobei das ein bisschen komplizierter ist, aber auch der Staat muss dafür sorgen, dass eben überall ein Rettungsdienst zur Verfügung steht und den Menschen helfen kann. Dann abrechenbare Leistungen, das sind Dinge, die die Krankenkasse bezahlen kann. Das heißt, wenn man als Patient irgendwo zum Arzt geht, ist man ja krankenversichert. Da können also auch Gelder fließen. Das betrifft uns zum Beispiel bei Rettungsdiensteinsätzen, wenn wir Sonderbedarfsrettungsdienste fahren oder auch wenn wir von einem Sanitätsdienst aus ins Krankenhaus transportieren mit eigenen KTWs oder RTWs. Als drittes privatrechtliche Verträge. Einfach, wir können Dienstleister sein für andere Unternehmen, insbesondere Unternehmen, die Veranstaltungen organisieren und anbieten. Und dann sind wir als Rotes Kreuz ein Vertragspartner und stellen gegen Geld Kräfte zur Verfügung. Das kennen wir eigentlich am meisten. Das sind die ganzen Veranstaltungen, wo wir, ja, eigentlich alle Veranstaltungen, wo wir als Sanitätsdienst gebucht sind und im Einsatz sind. Und das letzte Standbein, das ist letztendlich das, wo kein Geld fließt. Aber wir sind als Rotes Kreuz, haben eine rechtlich gesonderte Stellung. Da kann ich das Rotkreuz-Einführungsseminar nochmal empfehlen oder mich darauf berufen. Wir haben die Möglichkeit, uns selbst in den Einsatz zu bringen und können aktiv werden, einfach weil wir das für richtig halten und Menschen helfen, Angebote aufstellen. Und ja, dann muss man da gucken, ob dann irgendwer uns dafür spenden kann oder so. Ist natürlich immer schwierig, solche Sachen zu machen, weil wir sind immer noch auf Geld angewiesen, wenn wir das machen. Hier also nochmal so ein bisschen die Aufstellung, was haben wir eigentlich, was sind so diese Kategorien? Ich hatte es jetzt schon gesagt, wir als Rotes Kreuz, als Verein bieten eben Sanitätsdienste an auf Veranstaltungen. Wir machen Verträge mit den Veranstaltern. Da können wir dann zum Beispiel so Einheiten wie eine Unfallhilfsstelle hinstellen oder die Sanitätsstreifen oder eben auch für den Einsatz vor Ort Rettungswagen und Krankenwagen. Wie schon gesagt, das ist immer so eine Sache, weil die auch mit den Krankenkassen abgerechnet werden können. Fallen diese beiden Sachen in beide Kategorien. Dann haben wir den Katastrophenschutz oder eben das, was oben rechts ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, warum ihr glaubt, dass da eine Trennung zwischen den beiden Sachen ist. Warum das zwei Kategorien sind. Eben hier, was vom Land Berlin aus als Reserve ja, organisiert ist und aufgestellt ist. Und unten rechts, tatsächlich nicht damit zu verwechseln, Einheiten, die wir auch fürs Land Berlin quasi geführt und organisiert von der Berliner Feuerwehr eben auch stellen. Das ist nicht das gleichzusetzen mit dem Katastrophenschutz, das sind Reserven, die wir für den Rettungsdienst haben. Das sind diese Schnelleinsatzgruppen, die ich auch schon erwähnt hatte. Wenn irgendwo eine Großschadenslage ist, wenn irgendwo
was Besonderes passiert ist, die Feuerwehr Unterstützung braucht, Manpower braucht. Das ist auch das, wenn wir zu Ad-hoc-Einsätzen fahren, meistens das, was der Rahmen, in dem wir da unterwegs sind. Ja, warum mache ich die Aufstellung nochmal, um so ein bisschen gegeneinander zu stellen, was hinter den verschiedenen Begriffen steckt, die wir so haben und was so die Unterschiede sind. Wenn man jetzt mal so sagt, so ein GW-SAN oder so ein Behandlungszelt von so einem GW-SAN und so eine Unfallhilfsstelle, zum Beispiel eine Unfallhilfsstelle Typ C, könnte man jetzt denken, sieht relativ ähnlich aus. Das ist ein Zelt, da sind Sunnis drin, da können Menschen drin behandelt werden. Warum sieht das jetzt aber so unterschiedlich aus? Warum ist das unterschiedlich ausgestattet? Warum ist das nicht das Gleiche? Und vor allem, warum kann man nicht vom GW-SAN einfach was auf den SAN-Dienst, also auf eine Veranstaltung stellen? Genau diese unterschiedlichen Kategorien, die das hat, ist da der Grund, weil das ist organisatorisch hinter dem Katastrophenschutz steht, das Land Berlin hinter einem Sanitätsdienst eben ein Veranstalter. Sehr schwierig. Euch fällt sicher auf, unten links, das Feld ist ein bisschen leer. Die kassenärztlichen oder die abrechenbaren Leistungen, die wir anbieten, was natürlich schön wäre, was vielleicht irgendwann unser Ziel sein könnte, irgendwann denn das Rote Kreuz als einen Kassensitz für einen Arzt anerkennen zu lassen, dann könnten wir auch medizinische Leistungen anbieten, irgendwelche, Hüft-OPs oder so. Falls ihr da noch Ideen habt, was wir alles so anbieten können in so einer Unfallhilfsstelle und das mit der Krankenkasse abrechnen, schreibt das doch auch nochmal in die Kommentare. Ich denke, da könnten vielleicht lustige Dinge bei rumkommen. Ich setze auf eure Kreativität. Genau, fangen wir mal beim ersten an, den Sanitätswachdiensten. Warum machen wir das überhaupt? Grundsätzlich, wenn ein Veranstalter eine Veranstaltung plant, ab einer gewissen Größe muss das genehmigt werden oder das muss fast immer genehmigt werden und dafür gibt es bestimmte Auflagen. Das sind dann Auflagen zum Lärmschutz und so weiter und eben auch die Sicherheitsauflagen, bevor das genehmigt werden kann. Dazu gehört eben auch, dass der Veranstalter in der Regel einen Sanitätsdienst zur Verfügung stellen muss, organisieren muss und dann beauftragt er eben einen Dienstleister. Entweder eben Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz, manchmal eben auch private Sanitätsdienste, die das anbieten. Und da ist das Rote Kreuz eben einfach ein Vertragspartner. Grundsätzlich, wenn da so ein Röntgengerät, ja sehr gut. Also die Geschäftsstelle würde dann in dem Fall ein Angebot aufstellen, was man zu einer bestimmten Veranstaltung stellen kann, was da irgendwie sinnvoll ist. Und das würde man dann entsprechend verhandeln. Meistens sind auch die Veranstalter relativ willig, da auch für eine gute Sicherheit zu sorgen, weil wenn das nicht läuft, kann das sehr schnell zu sehr schlechter Presse führen. Da gibt es auch prominente Beispiele. Schönheitschirurgie. Das finde ich eine gute Idee. Da fließt, glaube ich, ordentlich viel Geld. Also das macht's gut. Das sind aber dann Privatzahler. Das ist, glaube ich, nicht über eine gesetzliche Krankenversicherung abrechenbar. Aber auch gut. Dann irgendwann, wenn das verhandelt ist, dieses Angebot, wird das dann an die Einsatzführung übergeben, an denjenigen, der das dann auch organisiert und macht. Zum Beispiel eben Jakob, kennen wir ja die Einsätze, die dann von ihm geführt werden. Teilweise fängt auch die Planung, wenn wir oft diese Aufträge haben, schon an, bevor das Angebot unterschrieben ist, dass man dann schon mal so ein bisschen vororganisiert. Aber dann gibt es irgendwann diese Übergabe und dann geht es quasi los in die Planung. Grundsätzlich, was gibt es da zu planen? Natürlich, da sind mal so ein paar Punkte aufgeschrieben. Grundsätzlich, wie strukturieren wir die ganze Geschichte eigentlich? Ihr kennt ja so diesen Aufbau mit verschiedenen Unfallhilfsstellen, die irgendwo stehen. Die Frage, wie groß sind diese Unfallhilfsstellen, wie viel Personal ist da mit dabei, sind da Ärzte mit dabei, wo sind die dann genau zugeordnet, wo stehen die, was hat man da für Führungsstrukturen, gibt es da verschiedene Abschnitte, auf denen geführt wird. Ich glaube, jeder von euch hat da schon ganz unterschiedliche Settings erlebt. Die Personalsuche natürlich, die betrifft euch dann ganz besonders, wenn dann immer wieder rumgefragt wird oder eben auf den Bereitschaftsabenden abgefragt wird, wer da Lust und Zeit hat, das zu besetzen. Standorte, Raumplanung, haben wir da die Möglichkeit, Fahrzeuge unterzubringen? Ist Stromversorgung da? Können wir die Sachen abtrennen? Das sind alles Dinge, die mit dem Veranstalter zu klären sind, auch dann die ganzen Rettungswege und so weiter zu planen sind. Material, haben wir die ganzen Zelte da? Wie kommen die vom Fürstenbrunner Weg oder wo auch immer wir die haben zur Einsatzstelle? Wann werden die aufgebaut?
Ja, und man muss das natürlich absprechen mit den Veranstaltern, dass man da im engen Kontakt ist, mit der Security, die da vor Ort ist, dass da alle irgendwie auf einem Stand sind, weil wir kommen ja dann immer aus unterschiedlichen Kulturen, aus unterschiedlichen Bereichen, dass die irgendwie wissen, wer sind überhaupt Ansprechpartner. Wenn wir den Veranstalter ansprechen wollen, die Security ansprechen will, wie sprechen die uns an, dass es da irgendwie Absprachen gibt und auch mit der Feuerwehr, wie wären da Anfahrtswege von Rettungswagen und so weiter, wenn wir das machen. Das muss alles geklärt werden, das muss in der Regel verschriftlicht werden, das geht dann immer hin und her, dann finden das irgendwelche Leute nicht so toll, da findet eine ganze Menge Mailverkehr mit allen Stellen statt und teilweise dann auch Treffen, wo man das Ganze von Angesicht zu Angesicht bespricht. Ich würde jetzt sagen, im Moment ist das schwierig, aber im Moment gibt es auch keine Veranstaltungen. Aber wie, ihr könnt es ja schon sehen, das Thema Sonderlagen auch immer wieder ein großes Thema. Wie würde man damit umgehen? Das muss auch vorher Gedanken geben, wie man das macht. Parallel muss natürlich immer schon vorher möglichst viel bekannt sein, dass die Leute wissen, worauf sie sich einstellen sollen, was sie sich vorstellen können unter dem Dienst, dass gerade die Führungskräfte, die Dinge organisieren, auch schon weiter organisieren. Soweit erstmal die Dinge, die da zu klären sind. Hier seht ihr nochmal genauer, was sind das genau für Schritte. So, ich habe mal so ein paar aus den vergangenen Diensten zusammengetragen, wo wir eben uns getroffen haben. Letztendlich das Gleiche, wie eben schon gesagt, ein bisschen konkreter. Ganz gerne, was wir auch machen, wenn wir an neuen Orten sind, zum Beispiel Zeltplätze ausmessen. Ihr habt es, glaube ich, gerade vor Silvester schon mal erlebt, wo wir in dem Waldstück standen. Da haben wir tatsächlich ein paar Tage vorher, oder ich glaube, es waren sogar ein paar Wochen vorher, sind wir dorthin gefahren und haben mit Maßbändern die Baumabstände uns angeguckt, damit wir eben wissen, wie wir Zelte überhaupt da hinstellen können, ob wir da Zelte hinstellen können oder ob wir da irgendwie Material hinschleppen würden, was wir dann nicht aufbauen können. Das darf natürlich nicht passieren. Dann eben, wie gesagt, die Planungen, dass die Personalpläne da sind, dass die Packlisten da sind und dass alle Dokumente, Einsatzbefehl und so weiter vorliegt. Dass euch das eben erreicht, dass ihr am Ende wisst, was Sache ist, was Phase ist. Sehr wichtig. Und natürlich das Wichtigste, ohne Mampf kein Kampf. Das muss auch vorher organisiert und eingekauft werden. Also ein Beispiel, ich bin da letztes Jahr einmal reingestolpert und durfte die Veranstaltung nur mit euch, eine große Kundgebung der IG Metall, ein CAD-Modell, wird hoffentlich jetzt jedes Mal kommen. Ich habe es mal nicht aufgenommen, ich glaube, ja, wir machen das auf jeden Fall. Ja. Diese Kundgebung, da durfte ich den Einsatz führen und eben auch vorbereiten. Und da kann ich euch ein bisschen erzählen, was da so die Themen waren, die da wirklich vorrangig waren. Grundsätzlich, was wir da gestellt haben, das ist so das Angebot, was verhandelt wurde, bevor ich da irgendwas von mitgekriegt habe. Das war das, was wir da stellen durften, stellen mussten, stellen sollten. Was ich dann daraus gemacht habe oder was wir daraus gemacht haben, ist dann, dass wir die verschiedenen Standorte genau definiert haben. Wo soll das jeweils stehen, damit das sinnvoll ist? Wir haben den Kreisverband Reinickendorf-Wittenau angefragt, wo eben die Unfallhilfstelle Typ C, die eben Richtung Großer Stern aufgebaut war, gestellt wurde. Das war dann eine sehr große Hilfe. Und ansonsten, ich glaube, es ist soweit ersichtlich, viele von euch waren ja auch sicher dabei und haben erlebt, wie das da gelaufen ist. Genau zu den Streifen, es wurde, da komme ich gleich nochmal zu, es wäre dann doch ein sehr sommerlicher Tag und deswegen lief da gerade ein paar Tage vorher doch nochmal ein bisschen was, das dann da ein bisschen versucht wurde aufzustocken. Grundsätzlich ein großes Thema war tatsächlich, dadurch, dass es relativ wenig Zeit war, die Standorte nochmal zu prüfen. Wir waren ja am Brandenburger Tor unterwegs und tatsächlich in den Plänen des Veranstalters war nicht der übliche Bereich, den wir so kennen, vor der amerikanischen Botschaft ausgezeichnet. Der war eben nicht Veranstaltungsbereich. Das war vorher nicht genehmigt worden und nicht angefragt worden, diesen Bereich zu nutzen. Deswegen hatten wir versucht, da nochmal irgendwie drauf zu kommen. Der Veranstalter hatte auch nochmal mit der Polizei, mit dem Bezirksamt den Kontakt aufgenommen und das angefragt, aber das war vergeblich. Das heißt, da hatten wir schon mal die Schwierigkeit zu gucken, wo sind so die Plätze am Brandenburger Tor, wo wir so eine Unfallhilfstelle Typ D aufstellen können. Da ging es hin und her, da sind wir auch vor Ort mit dem Veranstalter vor Ort gewesen und haben da eben drüber gesprochen, was wir da für Optionen haben und wo man was hinstellen kann. Am Ende waren wir eben in dem nördlichen Bereich
auf diesem Platz, ja, direkt gegenüber vom Brandenburger Tor. Ja, das war der geeignetste Ort. Genau. Na, ich glaube, in der Folie noch einmal zurück wäre super, wenn das geht. Ah, ich glaube, das ist etwas schwierig. Genau, dann, na gut, grundsätzlich, genau. Dann grundsätzlich großes Veranstaltungsgelände, wo parken wir die Fahrzeuge und dann eben diese ganzen Kleinigkeiten, die eben eigentlich ja dann doch zu organisieren sind, Strom, Absperrgitter und eben die Absprachen der Security war davon ausgegangen, dass wir ihm ein Funkgerät geben und ihn schon erreichen können. Das war dann doch schwieriger, das musste geklärt werden und es mussten eben Pläne geschrieben werden, wie wir verfahren können, was wir so machen können. Dann eben, ich habe es gerade schon erwähnt, das Problem sommerliche Temperaturen. Die Vorhersagen stiegen in ihren Gradzahlen immer weiter und irgendwann waren wir weit über die 30 Grad. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 34 Grad im Schatten waren es über den ganzen Tag. Es war brüllend heiß und wir haben eben ein paar Tage vorher schon es irgendwie geschafft, zumindest das Soll ein bisschen aufzustocken. Das war dann sehr schwer, da noch Personal zu kriegen, aber wir haben zumindest ein paar Streifen noch zusammenbekommen. Der Veranstalter selbst hat eben große Trucks mit Trinkwasser organisiert und zusätzliche Schattenflächen, um eben da das Risiko zu minimieren. Aber es hat, also gerade am Anfang war dann doch die Fallzahl der Patienten doch relativ schnell gestiegen, auch tatsächlich gerade so am Vormittag, sodass wir dann aus der Sorge heraus, dass das jetzt noch sehr eskaliert und dann doch nicht drum herum gekommen sind, auch nochmal um Unterstützung zu bitten. Also tatsächlich, da kamen dann, ich glaube, viele von euch hat es erreicht, ein Nivera-Alarm, wo uns dann noch Kräfte unterstützt haben. Auch auf dem Wege nochmal sehr vielen Dank dafür. Das war sehr wertvoll, dass ihr da wart. Genau, an der Stelle aber dann nochmal, wo ich gerade eben schon mal war. Wir sind hier im privatrechtlichen Bereich. Das war quasi eine Dienstleistung für einen Veranstalter. Und auch diese Nachalarmierung war auf der Basis von eben dieser Veranstaltung, wo wir eine Dienstleistung organisieren. Das heißt, es war in dem Fall kein SEG-Alarm oder Katastrophenschutzalarm, sondern quasi nur eine Nachalarmierung für einen Sanitätsdienst. Das ist auch nochmal zu bedenken, auch nochmal als Info oder als Hinweis, dass man da sehr aufpassen muss, dass das eben nicht über die Feuerwehr kam, keine Einsatzanfrage oder kein Alarm auf dem Wege war, sondern ein bisschen anders zu werten ist. Genau, aber da sind wir schon mal bei dem Thema, bei dem nächsten Thema, nämlich die Schnelleinsatzgruppen. Das ganze Thema, was passiert, wenn irgendwo das Handy klingelt und es heißt jetzt sofort Alarm. Wir haben im Roten Kreuz verschiedene Schnelleinsatzgruppen, SEG, die sind im Landesgesetz geregelt. Grundsätzlich unterstützen die SEG den Regelrettungsdienst oder eben die Feuerwehr. Wenn die im Einsatz sind, wenn die größere Lagen haben, kann es eben sein, dass sie merken, das wird hier doch ein bisschen groß. Das wird vor allem so eine Sache, die sich vielleicht noch sehr lange zieht, wo es sich lohnt, dass man die normalen Rettungswagen oder Feuerwehreinheiten wieder aus dem Dienst rausnimmt und vielleicht Leute nimmt, die dann den Einsatz abwickeln und dann zu Ende sind, zum Beispiel bei so Evakuierungen, wie wir das ja schon hatten. Ich komme gleich nochmal auf die Alarmierungen, die wir da so hatten. Genau, die Berliner Feuerwehr ist da federführend, die sind dafür zuständig zu entscheiden, wir brauchen jetzt Kräfte, wir brauchen jetzt Unterstützung, die würden dann eben alarmieren und was sie alarmieren können, ist eben auch relativ genau geregelt. Es gibt die verschiedenen Arten der SEG, die wir auch tatsächlich im Kreisverband haben. Das ist die SEG-Rettungsdienst, die eben für sich auf einen Mann vorbereiten kann, die quasi Material und Personal zum Einsatzort bringt und dort Verletzte oder Erkrankte behandelt. Die SEG Transport, die Rettungsmittel besetzt, also Rettungswagen und Krankenwagen und da transportieren und eben auch behandeln kann. Und die SEG Betreuung, die eben betreuen und verpflegen, auch in verschiedenen Settings. Ja, ich habe mal hier so ein paar Einsatzszenarien zusammengefasst, die man so kennen könnte. Ihr könnt es ja mal so ein bisschen durchgehen. Das sind nur Beispiele, aber ich glaube, einige von euch sind auch schon einige Zeit dabei und haben ein bisschen was erlebt. Schreibt doch auch mal ein bisschen in die Kommentare, was ihr so für Einsatzszenarien erlebt habt. Gerade so die Kuriosen interessieren da besonders. Was da so zu tun war für so eine SEG. Ich kenne da aus Kassel, wo ich herkomme, wo ich beim Roten Kreuz angefangen habe, so einen Fall, wo es tatsächlich eine Flüchtlingsunterkunft gab, wo es zu Randalen gekommen war an einem Tag.
Nachmittags irgendwann und abends ist die Bereitschaftspolizei, wollte da die Straftäter rausholen. Und da wurden tatsächlich zwei SEG in Bereitstellung alarmiert, nachts. Und das war auch der eine Tag, wo alle Fahrzeuge der SEG zur Wartung bei der Feuerwehr waren. Das war sehr kurios, wie wir dann nachts um eins noch eine Führung durch die Feuerwache Kassel bekommen haben. Ja, aber schreibt doch mal, was ihr so erlebt habt oder wovon ihr so gehört habt, was da so an Einsätzen zusammenkommt. Ja, grundsätzlich, wie läuft sowas ab? Was passiert eigentlich, wenn irgendwie so eine SEG angefordert wird? Grundsätzlich, das Erste, was passiert, der Feuerwehr muss einfallen, dass sie eine SEG hat und sie diese braucht. Das dauert irgendwann, also meistens sind das irgendwie so Leute, die sich da auskennen. Rolf Erbe oder sowas, die da immer so ein bisschen auch dahinter sind, dass wir auch in den Einsatz kommen zum Beispiel. Die stellen eben fest, sie hätten gerne Unterstützung vom DRK. Und dann wird von der Feuerwehr aus alarmiert. Alarmiert werden die entsprechenden Verantwortungsträger im Landesverband. Der Landesverband ist für uns der Kontaktpunkt zu den Berliner Landesbehörden, also auch der Feuerwehr. Und über den Landesverband läuft dann auch erstmal ab dem ersten Schritt die Kommunikation da an der Stelle. Das heißt, da werden die Führungskräfte informiert und alarmiert, dass es da einen Einsatz gibt und die Kräfte zu alarmieren. Dann kommt das vom Landesverband an den Kreisverband. Da gibt es eben auch die entsprechenden Führungskräfte. Und irgendwann kommt dann von der Führungskraft der Alarm für die Helfer. Dafür haben wir jetzt eben das neue System DIVERA. Ich glaube, die meisten oder eigentlich alle von euch, die bei uns im Kreisverband sind, müssten dieses System kennen und auf dem Handy haben. Gerade zuletzt eben die wöchentlichen Personalabfragen, die da kamen. Aber das ist eben die App, über die eben auch so ein Alarm kommt, wenn es wieder zu einem Einsatz kommen sollte. Genau. So, ja, was passiert, wenn das Handy dann klingelt, wenn es da irgendwie weitergeht? Grundsätzlich, der erste Schritt ist, man sollte eine Rückmeldung abgeben. Dafür ist diese App schon gebaut. Das heißt, da muss man nur auf den Knopf drücken und sagen, ich bin dann und dann vor Ort. Vorher war das immer ein bisschen schwierig, gerade wenn dann diese Rückmeldungen telefonisch kommen. Ich habe schon unten hingeschrieben, gerade wenn halt so ein Alarm kommt, strömen relativ viele Informationen von verschiedenen Menschen durch die Gegend. Und gerade die Führungskräfte, die das organisieren sollen, sind damit darauf konzentriert, was jetzt das Einsatzszenario ist und was die Maßnahmen sein werden, die zu treffen sind. Das heißt, wenn dann eine SEG aus 20 Leuten sich einzeln telefonisch zurückmelden, bei demjenigen, der vielleicht dann auch gerade noch Auto fährt, kann man sich vorstellen, wie dieses Handy dauerklingelt und dieser Mensch quasi zu gar nichts mehr kommt, weil da nur die Rückmeldung kommt. Mit der App sollte das einfach gehen, wird das oder geht das sehr einfach. Das heißt, da einfach den Knopf drücken, die Leute wissen lassen, ihr seid unterwegs oder eben nicht oder wann seid ihr da. Ich denke, ihr kennt die App soweit, wenn nicht, guckt sie euch nochmal an, da gibt es diese Option. Genau, ihr schnappt euch eure Einsatzkleidung oder zieht sie direkt an und macht euch eben auf dem Weg zum Standort. Für die Bereitschaft Tempelhof ist das die Großbärenstraße, für alle anderen Bereiche der Fürstenbrunner Weg. Dort sind unsere Autos stationiert, unsere Fahrzeuge. Eventuell, das würde dann aber im Infotext nochmal erwähnt werden, dass man auch zur Chausseestraße kommen kann, aber da gibt es dann klare Anweisungen. Grundsätzlich kann man oder sollte man auch so ein paar Dinge mitnehmen auf so einen SEG-Einsatz. Auch da würde ich mal so ein bisschen euch fragen, was euch so einfällt, was Sinn machen würde, vielleicht mal irgendwie einzupacken, gerade wenn man, was ich empfehlen würde, eine Tasche vorpackt für so einen SEG-Einsatz. Wenn man da irgendwie rausgeht, sich die Tasche schnappt, was sollte da drin sein, was man vielleicht im Einsatz brauchen könnte, wenn man irgendwie nachts um drei rausgeklingelt wird. Ja, genau, man ist jetzt also unterwegs. Man fährt zum Standort, man kommt an, dort sollte eine Registrierung passieren oder die wird hoffentlich schon vorbereitet sein, auf jeden Fall dann einregistrieren und dann wird es weitere Anweisungen geben und dann wird ausgerückt. Ja, genau. Und dann sollten auch die Anweisungen proaktiv kommen von den Führungskräften. So, ich gucke nochmal, ob Kommentare eingeflogen sind. Nochmal zu den kreativen Lösungen auf den Sanitätsdiensten oder was wir noch so anbieten können. Ich gucke gerade mal so in die Regie. Es kommt ein Kekse und Wasser zum Einpacken. Ja, ganz viel Kaffee, ja,
Genau. Also tatsächlich das Thema Einsatzverpflegung ist auch so eine Sache. Ich habe es schon erwähnt, bei SAN-Diensten ist es ein relativ großer Punkt in der Vorbereitung. Wenn es heißt, jetzt in den Einsatz, ist die Vorbereitungszeit eben nicht da. Das heißt, wenn dann angefangen wird, darüber nachzudenken, wir sollten die Helfer auch verpflegen, naja, je nach Zeitpunkt, wenn man es gerade vorm Abendessen geschafft hat zu alarmieren, dann hat man schon Hunger und das wird nicht besser. Ich habe das erlebt bei dem Ausfall der Leitstelle Berlin, der Feuerwehrleitstelle, wo wir auch einen relativ großen Alarm gemacht hatten. Da war ich irgendwie auf einem Rettungswagen, der dann in Charlottenburg-Nord stand. Und dadurch, dass eben auch keine Funkmeldeempfänger gegangen sind und auch der Funk nur so mittelbesetzt war, mussten wir da an diesem Standort bleiben. Und das war genau vorm Abendessen gewesen. Das war sehr ungünstig. Also tatsächlich haben wir es irgendwie geschafft, mit einem MTW noch jemanden loszuschicken, um uns naja, für alle Döner zu holen. Also da tatsächlich Einsatzverpflegung, zumindest mal so ein paar Müsli-Riegel sind sehr empfehlenswert. Genau. Ich kriege gerade die Frage von Markus. Ja, die Alarmierungsarten, genau, da gibt es gerade bei Divera und auch grundsätzlich verschiedene Arten, wie einen das erreichen kann. Man kann eben, also grundsätzlich ist es oft, die Einsätze, wo wir fahren, sind oft relativ lang und bauen sich auch schon sehr lang auf. Das heißt, wenn es irgendwie zu Großbränden oder so kommt, kann es sein, dass die Feuerwehr da schon am Arbeiten ist, schon irgendwie ja, noch am Klären ist, ob sie uns brauchen oder nicht, aber diese Option schon auf dem Tisch liegt. Dann kann es eben sein, dass eben diese Information uns erreicht, dass man sagt, wir klären gerade, es ist vielleicht ein Verbinder vom DRK zur Feuerwehr gefahren, vom Landesverband, die besprechen gerade, ob das Sinn macht, dass wir jetzt da rausfahren. Aber währenddessen kann man ja schon mal den Helfern sagen, es könnte was sein. Dann könnte es zum Beispiel zu einem Voralarm kommen, dass man eben sagt, okay, wir haben hier eine Lage X, Brand sonst wie, es sind vielleicht Personen zu betreuen. Stellt euch schon mal darauf ein, dass es in den nächsten Minuten, in der nächsten Stunde vielleicht einen Alarm gibt. Und im Fall, in dem es einen Alarm gibt, wäre es dann so, dass es so und so abläuft. Das heißt, dieser Voralarm tatsächlich als schon mal so eine Info, was vielleicht gleich kommen kann, was aber noch kein Alarm ist im Sinne von jetzt sofort ausrücken. Und eben die Info, ich denke, das spricht für sich, wenn man irgendwie Helfer informieren will über Dinge, die passieren, ja, Informationen streuen will. Und danke für den Hinweis. Genau, ansonsten noch Ideen für Einsatzgepäck oder sonstige Kommentare? Krümeltee, Würstchen. Ja, genau, also das sind, glaube ich, gerade so die haltbaren Sachen. Ja, natürlich, wenn man sich eine Tasche vorpackt, sollte das nicht das frische Obst sein. Ich glaube, das spricht für sich. Ja, heißer Tee, genau, das sind alles so die Sachen, wenn man eben den Moment noch hat, wenn man sich die Minute noch nimmt, vielleicht sich irgendwie gerade so einen Thermosbecher Kaffee oder Tee mitzunehmen, das kann Wunder wirken auf die Psyche, gerade wenn es lange dauert. Ja, also Essen und Trinken ist schon mal sehr gut. Ansonsten kann ich auch noch empfehlen, tatsächlich Beschäftigungssachen. Also wenn man so ein Buch dabei hat oder vielleicht ein Kartenspiel, kann bei manchen Einsätzen auch schon mal sinnvoll sein. Oft sind es irgendwie so ad hoc, wo man noch viel zu tun hat. Gerne mal da irgendwo hin, dass man dann doch mal vielleicht eine Stunde oder irgendwo rumsteht in einer Bereitstellung, ohne Internet an. Ja, und dann macht sich ganz gut, vielleicht doch nochmal ein Buch oder irgendwas dabei zu haben, wo man gerade sich ein bisschen beschäftigen kann und wo ich sage, auch tatsächlich Ladekabel für die Elektrogeräte, die man dabei hat, also das Handy-Ladekabel würde ich auch nicht vergessen wollen. Genau, so viel zu den Dingen. Ihr seht schon, das dritte Thema, die dritte Art, wie wir alarmiert sein können, ist der Katastrophenschutz, ein brachiales Wort. Tatsächlich. Dabei geht es eben darum, dass sich der Staat, also staatliche Stellen, auf den Katastrophenfall vorbereiten. Also tatsächlich auf einen, ja, ich glaube, Jakob würde da sehr viel darüber erzählen können, wie genau sich eine Katastrophe definiert. Aber es ist eben ein flächendeckender Ausfall von Infrastruktur, die sonst da wäre, die jetzt nicht mehr da ist. Und das ist jetzt ein Problem. Und das kann eben von einem großen Ereignis herkommen oder von Stromausfall oder sonst was. Tatsächlich, der Katastrophenfall selbst muss festgestellt werden von dem Hauptverwaltungsbeamten. Das ist in Landkreisen der Landrat. In der Stadt Berlin bin ich gerade nicht sicher, ob es der Innensenator ist oder tatsächlich der regierende Bürgermeister. Also es reicht nicht, wenn da eine Feuerwehrleitstelle da irgendwo meint, sie
finden das jetzt. Die können zwar einen Ausnahmezustand feststellen, aber sie können eben keinen Katastrophenfall feststellen oder keinen Katastrophenfall ausrufen. Genau, deshalb gerade flächendeckender Ausfall, das heißt grundsätzlich sind Katastrophenschutzeinheiten dafür aufgestellt, möglichst eigenständig zu arbeiten, da eigene Führungsstrukturen aufzubauen und zu betreiben und nicht quasi komplett darauf angewiesen zu sein, eng ja, mit Feuerwehrführungsdiensten und so weiter darauf zu wirken. Genau, mal kurz zu der Begriffsdifferenzierung. Wir haben eben den Katastrophenschutz, das ist die staatliche Aufgabe. Dafür zuständig sind grundsätzlich die Bundesländer. Die Bundesländer sind grundsätzlich ja, ja, für die innere Sicherheit allgemein zuständig. Die betreiben ja auch die Landespolizeien und eben auch den Katastrophenschutz. Wenn der Bund aktiv wird oder damit der Bund aktiv werden muss, muss es schon was Heftiges passieren, nämlich Krieg. Wenn der Verteidigungsfall ausgerufen würde, würden die Einheiten zentral vom Bund aus geführt und gesteuert. Das läuft dann alles unter dem Begriff Zivilschutz. Das sind dann nochmal ein bisschen andere Einheiten, aber ganz oft stecken da auch die gleichen Leute dahinter. Das ist dann ja, eine andere Struktur, die aber so ganz grundsätzlich die gleichen Aufgaben und Ziele hat. Genau, und dann eben nochmal als Abgrenzung die Katastrophenhilfe. Das ist nochmal so ein Begriff, das ist, wenn der Bund quasi für die Länder oder mit den Ländern zusammen auch am Länderkatastrophenschutz mitarbeitet, zum Beispiel auch nochmal Material stellt oder ja, Dinge aufbaut, Strukturen aufbaut, Gelder gibt, wenn also der Bund mit dem Landeskatastrophenschutz zusammenarbeitet und dafür arbeitet, dann ist das die Katastrophenhilfe. Genau, was haben wir in Berlin, gerade beim Roten Kreuz? Da haben wir eben diese tollen Abkürzungen. Viele von euch kennen das, viele von euch stehen tatsächlich auf diesen Stellenbesetzungsplänen, die genau für diese Einheiten existieren. Es gibt die Behandlungsplätze, also tatsächlich eine Einheit, das ist immer so ein bisschen verwirrend, das geht da nicht um irgendwie einen Zeltplatz, sondern es geht tatsächlich um eine taktische Einheit, die in der Lage ist, Zelte aufzustellen, drei Behandlungszelte, Führungsmodul und sonstiges und Logistik, Technik. Die können eben 25 Patienten gleichzeitig behandeln, daher der Name. Das Ganze gibt es 7-mal in Berlin, ihr könnt es ja mitlesen. Das Ganze gibt es auch nochmal für die Betreuung von 500 Personen. Dafür gibt es den Betreuungsplatz. Es gibt die Patiententransportzüge, also Krankentransportwagen, die eben ja, Menschen von A nach B bringen können. Und eben die Züge für eben Schadstofflagen oder CBRN-Lagen, genau die. Ihr seht ja, was da letztendlich dazugehört. Chemische, biologische, radioaktive und nukleare Gefahren. Das muss man immer sich merken und zusammenkriegen. Auch herkömmlich war das immer ABC, atomar, biologisch, chemisch, ist inzwischen umbenannt. Ich glaube, die Bundeswehr hat das noch mit ABC, aber da bin ich mir ehrlicherweise nicht so sicher. Ich kenne mich da auch ehrlicherweise nicht so aus. Da liegt die Expertise bei uns ganz klar bei den Kameradinnen und Kameraden aus Tempelhof, die ja da diese Einheiten betreiben und ja, da auch sehr gut sind, glaube ich. Ich habe noch nicht das Glück gehabt, mit denen zusammenzuarbeiten. Deswegen, ja, man sieht immer tolle Fotos. Genau, das Ganze haben wir so in Berlin. Das kann quasi dann in den Einsatz gebracht werden, vermutlich auch über die Feuerwehr, die ja auch eine Katastrophenschutzbehörde ist. Aber eben dieser ganze Katastrophenfall, dieser ganze Aufbau ist eben eher eine Verwaltungssache, wo tatsächlich gewählte Politiker entscheiden müssen, das ist jetzt schlimm genug. Das ist tatsächlich auch mit relativ hohen Kosten verbunden in der Regel, weil die Leute, die damit beteiligt sind, einen Verdienstausfall haben, den sie bezahlt bekommen und das relativ teuer ist und auch tatsächlich politisch immer ein bisschen schwierig. In Berlin wurde der Katastrophenfall noch nie ausgerufen. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der so ein bisschen die Ahnung hatte, dass ich das vielleicht hätte ändern können in den letzten Wochen, als es akut wurde oder wäre es akuter geworden, wäre das auch denkbar gewesen. Ist nicht passiert, ist in Berlin noch nie passiert ja, ist die Frage, ob das überhaupt passieren wird. So oder so, gerade über den Katastrophenschutz laufen eben, wie ich das am Anfang schon gesagt habe, einige Gelder. Gerade der Stellenbesetzungsplan ist wichtig, weil da viele Ausbildungen mit verbunden sind, die wir eben deshalb über das Land Berlin bzw. dann über die Feuerwehr, die das organisiert, bezahlt bekommen. Deswegen ist das tatsächlich wichtig, auch diese Einheiten am Laufen zu halten. Ja, es gibt ja auch regelmäßig dann entsprechende Übungen zu. Ja, ich komme so langsam zum Ende. Ich habe jetzt eine Menge erzählt
Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Gerade so die verschiedenen Trennungen, gerade so die Trennung der verschiedenen Arten, wie wir in den Einsatz gehen, kriegt man selten mit, finde ich, als Sunny. Kriegt man selten mit, wenn man irgendwo mit Blaulicht in den Einsatz fährt. Ist aber tatsächlich relativ wichtig im Unterschied. Wenn ich da nochmal das Beispiel nennen kann, gerade zum Thema Bombenevakuierung, wo wir auch öfter zum Einsatz kommen, gibt es tatsächlich Settings, wo wir als SEG in den Einsatz kommen und wo uns das Bezirksamt als Verein angefragt hat, also wo wir privatrechtlich aktiv waren. Hat, glaube ich, niemand oder merkt niemand, der im Einsatz ist, als Unterschied, aber ist tatsächlich dann rechtlich eine ganze Menge bei der Frage, was wir dürfen und wer wir überhaupt sind, wenn wir in den Einsatz gehen. Genau, ich hoffe, wie gesagt, ihr konntet was mitnehmen. Gleich wird sich Ingo nochmal das Wort an euch richten. Ich wäre soweit durch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne in den Kommentaren. Ich werde noch versuchen, darauf einzugehen. Ich sehe im Moment nichts weiter. Zumindest wurde mir nichts eingeblendet. Ja, dann habt noch einen schönen Abend und bis nächste Woche.